So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Debatte emanzipatorisch, liberal, libertär. Bevor die Gäste hier alle eintreffen, wir warten gerade noch auf einen Podiumsgast, frage ich mal eine Person, was für Bündnis 90 die Grünen Freiheit denn so bedeuten sollte. Jetzt versuchen einige sich wegzuducken, andere gucken mich sehr erfreut an und ich nutze einfach mal die Gelegenheit, die Dame, auf der Namensschild steht, Ute Beiklus, zu fragen, die Grünen und die Freiheit, was sollte das sein? Der Mut, kreativer wieder zu sein, auch mal Fehler zuzulassen und nicht immer gleich draufzuhauen, jetzt parteiintern, und nach draußen auch den Mut zu haben, für Sachen weiter einzustehen. Also was jetzt auch ein paar Mal schon genannt wurde, nicht gleich wieder zurückzurudern, nur weil man jetzt eine Wahl verloren hat. Also sich selber die Freiheit auch zu geben, Sachen durchzukämpfen und durchzuhalten. Super, herzlichen Dank, Ute Beiklus. In diesem Sinne wollen wir versuchen, diese Diskussion zu gestalten. Ich darf meine Podiumsgäste nach oben bitten. Ich darf also Katrin Göring-Eckardt neben mich bitten und genauso neben mich Lisa Herzog und Peter Siller und Robert Zion. Und ich habe gehört, bei dieser Debatte soll es auch Gelegenheit geben, sich einzumischen, denn es geht um Freiheit. Diese Gelegenheit werde ich gelegentlich geben, weil ich fühle mich auch sehr frei. Also ich handhabe diese Freizügigkeit sehr frei. Ich habe Sie gebeten, diese Zettel, wenn Sie denn wollen, auszufüllen. Falls jemand das getan hat und die Zettel noch nicht los wurde, dann ist Michael Stonjenko derjenige, der jetzt nach vorne kommt und Ihnen die Zettel noch abnimmt, wenn Sie sie hochhalten. Scheint nicht der Fall zu sein. Ah, da ist jemand. Gut, wunderbar. Die Gäste auf diesem Podium sind Ihnen wahrscheinlich großenteils vertraut. Ich fange mal hier an mit Robert Zion. Robert Zion ist von manchen so als linker Störenfried, von anderen als Hoffnungsträger etikettiert, Landesvorstandsmitglied der Grünen in Nordrhein-Westfalen, also in einer Regierungskoalition, am Regieren. Peter Siller, Chef der Inlandsabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung und Freigeist, manche behaupten Irrlicht, seit vielen Jahren am grünen Theoriehimmel. Ich begrüße Lisa Herzog aus Frankfurt. Frau Herzog ist hier nicht in grünen Kreisen derart bekannt, hat sich allerdings einen Namen gemacht mit ihren Ausführungen über Freiheit und den Freiheitsbegriff hat dazu jüngst publiziert. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialforschung der Goethe-Universität in Frankfurt und am Exzellenzcluster für Freiheit, glaube ich. Nee. Für normative Ordnung. Nein. Und ich begrüße natürlich Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Und mit Katrin Göring-Eckardt möchte ich starten. Hier war schon viel die Rede gestern und heute von der verlorenen Bundestagswahl, von dem, was die Grünen da so alles von sich gegeben haben, vom Wedgie Day. Mittlerweile geht es auch um Promille, um Null Promille. Es geht um einen klimaneutralen Lebenswandel. Also eine Partei, die sich gut auskennt, damit einzugrenzen, einzuhegen, Vorschriften zu machen. Und nun bei dieser Bundestagswahl, weil die FDP hat ja auch verloren und die Stimmen sind nicht von der FDP zu den Grünen gewandert. Nun entdecken die Grünen, also die Freiheit. Ich fange mal an mit einer kleinen Korrektur, weil mich ehrlich gesagt am allermeisten erstaunt hat, dass es sogar Leute gab, die früher FDP gewählt haben, noch bei der letzten Bundestagswahl und bei dieser Wahl uns. Weil das erschien mir angesichts des Unterschiedes
der Freiheitserzählungen zwischen uns und der FDP besonders erstaunlich, um nicht zu sagen sogar absurd. Darüber wird man vielleicht noch nachdenken können, aber das ist, glaube ich, heute nicht unbedingt die Aufgabe. Ich würde auch nicht sagen, wir entdecken jetzt plötzlich und unerwartet die Freiheit. Bündnis 90 Die Grünen haben in Ost wie in West eine Bürgerrechtstradition und mehr als so eine Tradition in Verbindung mit Freiheit kann man gar nicht haben, wenn man sich mit diesem Thema heute beschäftigen will. In unseren internen Diskussionen haben viele gesagt, ja, wollen wir denn das Wort Freiheit verwenden? Ist das nicht, führt uns das nicht in die Irre? Denken dann nicht alle, wir wollen neoliberal werden wie die FDP? Ist es nicht irgendwie kontraproduktiv, wenn man darüber nachdenkt, dass die Grünen natürlich Freiheit immer diskutieren werden in dem Dreieck aus sozialer Gerechtigkeit, ökologischer Verantwortung und freier Entfaltung? Ich finde, wir sollten das machen. Wir haben schon mal so eine Debatte gehabt bei den Grünen, als es darum ging, dass wir doch bitte das Wort Familie nicht verwenden sollten, weil das so wahnsinnig konservativ klingt und weil wir damit nichts zu tun haben wollen. Das ist 10 Jahre her. Inzwischen müssen wir uns darüber nicht mehr unterhalten. Ich finde auch, das Freiheitswort sollten wir nehmen und sollten es so definieren, wie wir es wichtig finden, als emanzipatorischen Begriff. Und als etwas, wofür es Voraussetzungen braucht, wofür es Regeln braucht und wofür es Räume braucht. Und die Freiheit ist immer die Freiheit der anderen, das ist völlig klar. Ich will im Anschluss an die Diskussion von vorhin auf eins hinweisen, wir werden sicher einig sein, dass wenn wir über Einschränkungen reden im Straßenverkehr oder sowas, es immer an Grenzen stößt, wenn man selber sagt, freie Fahrt für freie Bürger, weil die anderen müssen auch noch fahren können und gesund ankommen und die Umwelt darf nicht verpestet werden. Aber die Freiheit der anderen heißt eben auch, dass man Menschen ermächtigen muss, frei leben zu können und selbst entscheiden zu können und selbst wählen zu können, zwischen bestimmten Arten zu leben und nicht eine Einschränkung zu haben, weil sie in einer sozialen Situation leben, weil sie in einem Milieu leben, weil sie in einer Bildungssituation leben, die sie eben gerade nicht frei macht. Und ich finde auch, das ist ein Aspekt, ohne den die Grünen nicht auskommen und ohne den die Grünen nicht denken können. Dankeschön. Freiheit also sehr stark, um auch ermächtigen zu können. Freiheit, die Freiheit der anderen. Das, was Sie am Anfang gesagt haben über die bürgerrechtliche Tradition der Grünen, das spielte zuletzt keine so große Rolle mehr. Vielleicht können Sie dazu noch einen Satz sagen. Welche bürgerrechtliche Tradition ist es, an die Sie jetzt anknüpfen können? Vielleicht sind es ja auch Traditionen. Es sind ganz sicher Traditionen. Es gibt natürlich im Westen der Republik aus der 68er-Bewegung, aus der Gründungszeit der Grünen danach, dieses sich auflehnen gegen Institutionen, sich auflehnen gegen die Verkrustungen des Staates, sich auflehnen gegen, ich kann es immer nicht hören und würde gerne darauf reagieren, aber vielleicht dann lieber mit einem Redebeitrag. Also die sich aufgelehnt haben gegen alles, was vorgegeben war und die gleichzeitig in dieser Situation gesagt haben, wir machen das selber. Und also Entwicklung, ja, ich habe diesen Witz schon mal gemacht, ich traue es mir jetzt mal einmal zu wiederholen. Die Grünen waren mal in ihren Anfangszeiten für Liebe für alle, für freie Liebe und jetzt sind sie für Ehe für alle. Also da hat sich sozusagen auch, was die Institutionen angeht, was geändert. Aber es gab natürlich die freie Szene, mit der die Grünen in Westdeutschland intensiv zu tun hatten. Es gab natürlich die Kinderladenbewegung etc. pp. Und das ist die Anti-Atomkraft-Bewegung. Das war eine Bürgerbewegung, eine bürgergesellschaftliche Bewegung, wo auch nicht nur ein bestimmtes Milieu und ein paar Ökos auf der Straße waren, sondern wo am Schluss die Trecker da standen und die Bäuerinnen und Bauern im Wendland aufgestanden sind. Und deswegen gibt's da eine Anknüpfung an emanzipatorisches Denken, übrigens auch nicht nur national, sondern immer auch global. Das ist ein zweiter Aspekt, den man gar nicht weglassen kann. Und in Ostdeutschland, in der DDR, gab es das natürlich auch, die Bürgerrechtsbewegung, aus der große Teile
der Grünen im Osten, Bündnis 90 im Osten hervorgegangen sind, hatte genau dieses Emanzipatorische. Ich möchte mir nie wieder vorschreiben lassen, wie ich zu leben habe. Das war für mich persönlich nicht so einfach, um ehrlich zu sein, dafür mal auf die Straße gegangen zu sein und dann als Spitzenkandidatin in einem Wahlkampf zu landen, wo meiner Partei vorgeworfen wird, wir wollten den Leuten vorschreiben, wie sie zu leben haben. Das, ich finde nach wie vor, dass es Quatsch ist, dass es nicht stimmt und so weiter, aber nichtsdestotrotz haben wir so ein Bild abgeliefert und offensichtlich gibt es auch was bei uns, was immer wieder abrufbar ist als Vorwurf, als Klischee, als keine Ahnung, wir wissen es besser, wir wissen, wie ihr es machen sollt und wir haben auch total gute Vorschläge, wie das genau geht und wir haben, glaube ich, das Maß zwischen Vorschlag und Vorschrift nicht mehr vernünftig gefunden und insofern haben wir was ausgestrahlt, was mit dieser Freiheitstradition nichts zu tun hat. Und dass wir heute, wenn wir nach Kiew schauen, in die Ukraine schauen, also ich persönlich auch einen emotionalen Impetus habe, mit dieser Freiheitsbewegung nicht nur mitzufiebern, sondern auch zu gucken, wie können die das schaffen in einer ganz anderen, viel schwierigeren Situation, als wir sie hatten. Das ist da, glaube ich, eine ziemlich logische Schlussfolgerung. Und dass, wenn wir über Bürgergesellschaft reden, über emanzipatorisches Reden, nicht einfach diejenigen meinen, die wollen, dass in ihrem Vorgarten dieses oder jenes nicht passiert, sondern dass dazu Ausgleich gehört, dass dazu Verantwortung fürs Ganze gehört und sowas. Das ist auch ein Teil der Freiheit, über die wir da sprechen. Herzlichen Dank. Aha. Es kommt Applaus, den möchte ich erst mal testen. Katrin Göring-Eckardt meinte gerade, wir haben das Maß zwischen Vorschlag und Vorschrift nicht richtig gefunden. Ich frage Sie jetzt, ob das wahr ist. Also Sie können mit Ja, Nein und Enthaltung stimmen. Ich gehe mal davon aus, hier sind relativ viele. Oder eine Lauerwelle, ganz genau. Genau. Wir haben das Maß zwischen Vorschlag und Vorschrift nicht richtig gefunden. Wer stimmt dem zu? Wer stimmt dem nicht zu? Enthaltung? Also leicht überwiegend, nein, das ist Freiheit. Ich nutze die Freiheit der Moderation hier und sehe, also Sie haben relativ viele Sympathisantinnen und Sympathisanten im Publikum, aber noch nicht so alle. Ich muss noch arbeiten, wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau. In den Sedimenten grünen Denkens im Westen wie im Osten ist viel Bürgerrechtliches zu finden. Frau Herzog, können Sie das bestätigen? Ja, ich habe mich in den letzten Monaten gefragt, wo das eigentlich heute noch sichtbar ist bei den neuen Themenfeldern, die sich da stellen. Und ich sage nur das Stichwort NSA und habe mich die ganze Zeit gefragt, wo sind eigentlich die Grünen? Ich würde sehr mitgehen mit Ihnen zu sagen, der Begriff der Freiheit, ich würde auch sagen, der des Liberalismus, darf nicht gekapert werden von einer neoliberalen FDP in Trümmern, die da was vollkommen anderes draus gemacht hat, sondern der sollte im öffentlichen Diskurs weiter als Gegenstand der Diskussion erhalten bleiben. Aber es besteht ein bisschen die Gefahr, glaube ich, dass man dann sehr schnell von so den grundlegenden Dimensionen der Freiheit, Bürgerrechte, Abwehrrechte gegen den Staat weitergeht zu Teilhaberechten, zu sozialen Rechten, die alle unglaublich wichtig sind. Das will ich überhaupt nicht bestreiten, im Gegenteil. Aber das heißt nicht, dass man diese erste Ebene vergessen dürfte. Und da frage ich mich, ob die Grünen nicht aus dieser Bürgerrechtstradition, die sie haben, die sie auch aus Ostdeutschland haben, viel mehr heute machen könnten, um hier auch ganz klar Position zu beziehen. Und zwar sowohl gegen staatliche als auch gegen marktwirtschaftliche Vorgänge, wo dann man auch wieder sieht, dass diese Unterscheidung der Staat, der Markt an solchen Dingen eigentlich konzeptionell scheitert, weil die Freiheit von beiden Seiten bedroht werden kann. Und ich da eigentlich mir gewünscht hätte, dass diese Bürgerrechtstradition, dieses Bewusstsein für die Gefährdung der individuellen Freiheit hier zu viel deutlicheren Positionierungen geführt hätte. Also wenn ich darf, also ich finde es wichtig, dass Sie das noch gesagt haben, weil es geht heute eben nicht mehr nur darum, die Freiheit gegen den Staat zu verteidigen oder dass die individuellen Freiheitsrechte gegen den Staat zu verteidigen, sondern mindestens auch gegen den Markt und an manchen Stellen verschwimmt ja beides oder man weiß es noch nicht mal so ganz genau. Und ich würde sehr
klar sagen, wenn man selber macht, findet man ja immer, dass man sehr, sehr viel darüber redet und sehr viel tut, aber dass es jetzt einen NSA-Untersuchungsausschuss gibt im Deutschen Bundestag, das hat nicht die Union gemacht, das hat nicht die SPD gemacht, das hat auch nicht die Linkspartei gemacht, sondern es haben Bündnis 90 die Grünen gemacht. Und insofern wird man, glaube ich, in keiner Partei, bin ich wirklich überzeugt davon, so viel Expertise darüber finden, welche Verflechtungen es gibt. Man wird in keiner Partei so viel Zeitkontingente, sage ich jetzt mal ganz praktisch, ja, wenn man sich anschaut, wer beschäftigt sich, wie viel damit finden. Und gleichzeitig sind wir auch in gar nicht so einer einfachen Diskussion. Also wir können uns sofort einigen, wir finden das furchtbar, ich finde es schrecklich, dass wir in einer Situation, in einer Zeit leben, wo sozusagen das Recht auf das Geheimnis nicht mehr besteht. Es geht ja um diese Frage der Privatsphäre, die inzwischen eine Dimension angenommen hat, die weit über das, was wir früher mal als Privatsphäre bezeichnet haben, hinausgeht. Inzwischen hat man ja das Gefühl, mein Denken wird gesteuert oder mein Wünschen wird gesteuert oder so. Und deswegen sind wir in einer ganz anderen Dimension, wo ich glaube auch, dass noch nicht alle, dass wir alle noch nicht sagen können, wo das eigentlich hinläuft und wie weit wir uns eigentlich befreien müssen und welche These und welche Botschaft wir damit verbinden. Das ist sicherlich richtig und deswegen ist das auch für alle Beteiligten sowas wie eine Suchbewegung. Aber dass es um Verflechtungen geht und dass die aufgedeckt werden müssen und dass es um Ausspähung geht. Ich würde das ungern auf die NSA begrenzen, sondern finde, diese anderen Zusammenhänge, die gehören mindestens genauso auf die Tagesordnung, das Monopolistische. Wir reden über Google und gleichzeitig benutzen wir es. Ja, wir reden darüber, wie schrecklich das ist. Und gleichzeitig suchen wir den nächsten Begriff und haben schon wieder irgendwie einen kleinen Fußabdruck hinterlassen. Und wir können uns gar nicht davon befreien, indem wir es sein lassen. Doch, wir könnten, aber ich möchte das jedenfalls nicht. Ich finde, wir müssen uns als Bürgerinnen und Bürger dieses Netz tatsächlich endlich aneignen. Und das ist für meine Begriffe der entscheidende Punkt. Und unsere Regeln implementieren. Und das geht erst recht nicht national, das geht nur international. Und ich glaube, die Frage der sozialen Freiheitsrechte ist eine ganz zentrale und ganz wichtige für uns, aber sie ist eben auch immer verknüpft mit der bürgerschaftlichen. Ich glaube auch, man kann beides nicht ohne einander denken. Dankeschön. Also wenigstens ein wenig Applaus dafür, dass die Bürgerrechte bei Bündnis 90 Die Grünen nicht nur eine Tradition haben, sondern auch aktuell, wie Frau Herzog das sagte, eine besondere Chance darstellen, sich zu profilieren. Ich frage aber jetzt Peter Siller. Peter Siller ist jemand, der sich über die Grünen nicht nur viele Gedanken gemacht hat, sondern auch an grünem Gedankengut immer wieder mitgeschrieben hat. Und in der aktuellen Diskussion ist dieser Freiheitsbegriff plötzlich virulent, aber es ist nicht nur ein bürgerrechtlicher, sondern er geht offenkundig weiter. Gestern Abend hat, fand ich ganz wunderbar, Miriam Lau auf den Punkt gebracht, was den Grünen vorgeworfen wird und was Katrin Göring-Eckardt zum Teil auch konzediert hat. Eine gewisse Erziehungsfreude hat sie das genannt. Sie wollte nicht sagen, sie hat so gesucht nach Worten und sie wollte ihnen nicht unterstellen, dass sie da ganz bewusst irgendwie den Leuten etwas verbieten wollen, sondern eine gewisse Erziehungsfreude. Wie verträgt sich das, Peter Siller, mit der grünen Freiheit? Ja, schwierige Frage. Ich versuche mich mal ihr anzunähern. Ich will erstmal vielleicht vorneweg schicken, dass ich mir überhaupt keine linke Politik vorstellen kann, die nicht mit einem starken Freiheitsbegriff arbeitet, egal wie man das im Weiteren diskutiert. Und da gibt es hier sicher unterschiedliche Antworten, weshalb mich das immer sehr gewundert hat, dass die Grünen in Teilen so Berührungsängste mit dem Freiheitsbegriff hatten. Der Freiheitsbegriff, ich habe mir das nochmal angeguckt, zum Beispiel in den Programmen, der taucht seit 1980 immer wieder mal auf. Es gab auch immer wieder mal Ansätze, den etwas stärker zu machen und aus meiner Sicht ist das eigentlich nie richtig gelungen und es liegt vielleicht auch daran, dass wir das nie richtig diskutiert haben und uns dann auch mal dafür entschieden haben, das gemeinsam stärker zu tun. Da drin sehe ich eine Riesenchance jetzt in der Diskussion. Und deswegen freue ich mich auch wahnsinnig jetzt auf den Vormittag und auf alles, was dieses Jahr dazu noch passieren wird. Zweitens glaube ich aber,
und das geht jetzt schon näher an deine Frage, Albert, dass die Grünen, wenn sie sich diesen Freiheitsbegriff jetzt nochmal neu aneignen wollen, erstmal konzidieren müssen, dass sie damit auch bestimmte Probleme haben. Jetzt sozusagen mal, wenn man sich die Erzählung anguckt. Denn wir haben einerseits diese bürgerrechtliche Seite und ich bin wahnsinnig glücklich, dass die jetzt nicht nur wegen unserer Freiheitsdebatte eine größere Rolle spielt, sondern Katrin hat es angesprochen, zum Beispiel auch, weil da eine gewisse Empathie in Konflikten außerhalb der Bundesrepublik deutlich wird, zum Beispiel in der Ukraine. Das ist ja mitnichten im linken Spektrum insgesamt so. Und ich finde, diese Haltung, das merkt man nicht nur bei Katrin, die wird ja jetzt ganz deutlich. Und darauf können wir auch stolz sein als Grüne. Und gleichzeitig ist es aber so, das gehört zu der Fragestellung, die wir jetzt diskutieren, sicher auch dazu, was heißt es eigentlich, dass eine Partei, die im Kern ganz stark aus der ökologischen Frage kommt, jetzt versucht, sich nochmal anders zu der Freiheit zu positionieren. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, weil ja immer dieser Begriff ökolibertär rumgeistert, auch heute Vormittag mal nochmal zu gucken, was zum Beispiel unter dieser sogenannten ökolibertären Position in den 80er Jahren formuliert wurde. Das Interessante ist, ein liberaler Freiheitsbegriff, so wie wir den, ich könnte es nicht besser sagen als Katrin, jeder kann sein Leben erstmal leben. Wir wollen nicht, dass man uns in unsere Leben so reinredet, dass sich davon natürlich gar nichts findet, sondern das ist ein ganz verantwortungsethisch aufgeladener, ökologisches Verständnis von Verantwortung. Das Wort Freiheit kommt da übrigens auch kaum vor. Da geht es ganz stark um Rückzug aus dem Sozialstaat, Rückzug aus dem Industrialismus, Demut vor der Natur, Schutz der Natur und so weiter und so fort. Also dieses liberale Moment, sage ich mal, findet sich da eigentlich nur sehr in Maßen so. Und ich würde jetzt auf deine Antwort sagen, vor dem Hintergrund ist dieser erzieherische Ansatz der Grünen, und das ist nicht nur eine Wirkung. Gestern wurde immer gesagt, wir wirken so oder so. Ich glaube, wir wirken nicht nur so oder so, sondern wir sind eben teilweise so. Ich weiß, wie meine Eltern, und ich liebe sie, falls das im Livestream kommen sollte. Ich weiß, wie die gucken, wenn da jemand sich für ein schnelles Auto begeistert oder was weiß ich, mal auf den Mond fliegen will. Oder der Grüne denkt, das wird dann ganz schnell von der Verantwortungsseite her thematisiert. Und da würde ich schon sagen, genau wie Katrin das gesagt hat, Mensch, lass doch mal die Leute ihr Leben auch irgendwie leben. So, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist jetzt, letzter Gedanke, wer von Freiheit spricht, muss sofort und unbedingt von Gerechtigkeit reden. Warum? Weil Gerechtigkeit nichts anderes ist als eine Antwort darauf, wie wir eigentlich als frei, als gleichermaßen Freie uns eigentlich zusammendenken wollen. Und da kommen wir jetzt an eine ganz spannende Frage, die würde ich auch gerne noch ein bisschen diskutieren, nämlich wie gelingt uns das eigentlich, diese Idee gleicher Freiheit, so zu realisieren, dass wir tatsächlich auch sozusagen die gleiche Möglichkeit oder den Anspruch erheben, sagen wir mal so, für alle die gleiche Möglichkeit zu schaffen, ihr Leben zu leben. Und das ist nie das gute Leben, das ist auch nicht die Frage, wie wollen wir leben, sondern das ist die Frage, wie jeder sein gutes Leben leben kann. Und das kann bekanntlich sehr unterschiedlich ausfallen. Dankeschön. Frau Herzog, Peter Siller hat gesagt, wer Freiheit sagt, muss unmittelbar auch Gerechtigkeit sagen. Stimmt das? Da würde ich vollkommen zustimmen, aber ich würde an einer Stelle vor einem irgendwie naiv verkürzten Verständnis von Freiheit warnen wollen, weil ich glaube, dass diese Konglomeration von wirtschaftlicher und politischer Macht, die Sie ja auch schon angesprochen haben, da im Grunde genau ansetzt. Und ich meine, es ist ja, wenn man so sagt, man soll den Leuten nicht reinreden, wie sie ihr Leben zu leben haben, dann klingt es so, als wären die Leute irgendwie da und es gäbe keinerlei Kräfte, soziale Prozesse, Regeln, die auf die Leute immer schon Einfluss nehmen. Es ist ja nicht so, dass der Wunsch nach einem schnellen Auto irgendwie in uns alle eingepflanzt ist, sondern der entsteht in sozialen Prozessen. Und insofern ist Freiheit
und zwar Freiheit für alle, dann immer auch eine soziale Errungenschaft, die aus diesen sozialen Prozessen herausgestellt werden muss. Und insofern ist dann die Frage, wer setzt eigentlich diese Regeln? Wer weiß darüber Bescheid, wo Bedürfnisse herkommen? Und da gibt es unglaublich viel aufzuklären und unglaublich viel dazu zu tun, den Leuten auch bewusst zu machen, denke ich, wo solche Fragen auch herkommen. Was bedeutet es denn heute, wenn uns immer erzählt wird, wir sollen uns selbst verwirklichen? Wer verwirklicht denn da wen und wer will uns was verkaufen, wenn wir uns selbst verwirklichen sollen? Also diese Mechanismen, da gibt es unglaublich viel anzusetzen und es muss dann nicht unbedingt gleich die Rolle von Verboten annehmen, Stichwort Veggie Day oder sowas, sondern es kann auch die Form annehmen, einfach Aufklärungsarbeit zu leisten und Bewusstsein zu schaffen für derartige Prozesse. Das nur als Ergänzung. Ja, der... Nur zu. Ja, darf ich nochmal kurz... Also erstens mal würde ich sagen, wenn man den Menschen zugesteht, dass sie unterschiedliche Lebensentwürfe und Ideen haben, ihr Leben zu leben, heißt es noch lange nicht, dass sie sie leben dürfen. Weil, das ist ein wichtiger Punkt. Es ist ein Unterschied, ob ich jemand sage, du darfst nicht so leben, weil du das in Wahrheit gar nicht willst, weil es schlecht für dich ist. Und das höre ich da ein bisschen raus. Das ist natürlich, da sind wir mitten in der Frankfurter Schule. Dekonstruier erstmal deine Bedürfnisse. Überleg dir mal, also sozusagen, wir stellen deine Bedürfnisse in Frage. Und den Weg würde ich auf keinen Fall gehen. Oder ob man sagt, und das wäre der Gerechtigkeitspunkt, den Freiheitsanspruch, den du erhebst, der ist zwar, den verstehen wir, also den stellen wir für dich nicht in Frage, aber der grenzt eben am Freiheitsgebrauch des anderen. Das ist eine ganz andere Herleitung der Grenze von Freiheit und die würde ich natürlich unbedingt verteidigen. Deswegen habe ich auch erstmal überhaupt kein Problem damit oder würde es sogar sagen, natürlich müssen wir Freiheit nicht nur als Abwehrrechte denken, sondern ganz stark als ermöglichte Form von Sozialstaatlichkeit und das scheint mir überhaupt auch die wichtigste Debatte zu sein, wie wir uns eigentlich eine neue Form von Öffentlichkeit und eine neue Form von öffentlichen Institutionen vorstellen, die Freiheit ermöglicht, ohne sozusagen in Ideen vom preußischen Obrigkeitsstaat zu enden, sondern sich auf eine neue Weise im öffentlichen Raum mit der Bürgergesellschaft verknüpft. Dankeschön. Ein Gedanke, der tatsächlich eine gute Überleitung, glaube ich, zu Robert Zion darstellen kann. Freiheit im öffentlichen Raum ermöglichen. Das klingt, als müsste der Staat doch relativ stark sein, um das tun zu können. Wie stark soll er denn sein, um diese Freiheit zu ermöglichen? Also der Staat sollte schon stark sein, sehr stark, aber das heißt jetzt nicht quantitativ stark. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Er sollte durchsetzungsfähig sein in dem, was politisch ermittelt wird. Aber ich würde gerne noch mal eine Sache ansprechen, die hier noch nicht erzählt wurde. Ich glaube, wir als Grüne, wir haben zwei Erzählungen der Freiheit. Das ist zum einen die Ökologie. Es ist eine Erzählung der Freiheit. Das ist einfach der Gedanke, dass wir, wenn wir weiter unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstören, natürlich jeglicher Gedanke an freie gesellschaftliche Ordnung hinfällig ist. Das ist sozusagen eine Definition aus dem Negativen heraus. Aber es ist eine Erzählung der Freiheit. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen immer so bewusst sind. Vielleicht sollten wir uns dessen bewusster machen. Die zweite ist sind die Emanzipationserzählungen, die wir in der Partei haben. Das sind ja unterschiedliche Frauenemanzipationen und so weiter. Die wir immer so ein bisschen vermitteln, Grüne als Bürger- und Menschenrechtspartei und emanzipatorische Partei, das ist so die Summe aller Identitätspolitiken, die wir haben. Und ich würde mir gerne wünschen, dass wir daraus ein Staatsverständnis mal formulieren. Was ist das grüne Staatsverständnis? Und dann sind wir bei den ganz klassischen Fragen des Liberalismus, meiner Ansicht nach. Das sind klassische Fragen des Liberalismus. Es gibt zum Beispiel dieses wunderbare Staatsverständnis von, ich glaube, das ist von Friedrich Naumann, es steht in den Freiburger Thesen der FDP, der Staat sind wir alle, das ist die bürgerliche Gesellschaft, aber der Staat darf nicht alles. Das ist die Skepsis des Liberalismus gegenüber dem Staat. Ich finde das gar nicht so schlecht, bestimmte Elemente des Liberalismus jetzt auch in dieser Situation, die wir haben, nachdem eine Partei, die diese Elemente einfach hat vergessen, nicht mehr programmatisch
bearbeitet hat, keine Personen mehr hatte, die das repräsentieren konnte, nämlich die FDP, dafür ihren Preis hat zahlen müssen, dass wir das bewusst übernehmen. Das ist in der Tat ein Wunsch, den ich an die Grünen hätte, dass wir das Erbe des Liberalismus kennenlernen und bewusst adaptieren. Also das macht mich nun tatsächlich fast sprachlos. Der Linke aus den Grünen, der sagt, naja, man mag mich ja ökolibertär nennen, man mag mich links nennen und ich bin aber ein Liberaler. Und jetzt gilt es, die FDP ernsthaft zu beerben und zwar in ihren besseren Teilen. Richtig verstanden? Wie machen Sie das in NRW? Wir fangen ja damit an. Also ich meine, ist ja alles noch nicht so lange her. Also wir fangen zum Beispiel schon mal damit an, dass wir den Fehler, den die FDP gemacht hat, nämlich zur Funktionspartei an der Seite einer Volkspartei geworden zu sein, wahrscheinlich nicht mehr machen werden. Als Grüne, wir waren auf dem Weg dahin, zur Funktionspartei an der Seite der SPD zu werden. Den werden wir nicht mehr machen. Das, glaube ich, ist in der Partei mittlerweile breit erkannt und auch Konsens. Und das Stichwort dafür heißt Eigenständigkeit. Wie sich diese Eigenständigkeit am Ende ausfüllt, das ist die entscheidende Frage. Also wie wir sozusagen unser Selbstverständnis als eigenständige Partei machtpolitisch verorten und inhaltlich ausfüllen. Und da sind in der Tat Elemente der bürgerlichen Gesellschaft und der entsprechenden Repräsentanz wichtig für uns, auch zur Verbreiterung und zur machtpolitischen Eigenständigkeit, die wir erlangen müssen. Ganz klar. Was war nochmal genau die Frage jetzt, was wir vom Liberalismus übernehmen sollten? Die Frage war, wie machen Sie das eigentlich in NRW, die FDP in dieser Form beerben? Also zum einen sitzt die Rest-FDP noch in NRW mit Christian Lindner und wir sind da in einer Koalition mit der SPD, die sich aus pragmatischen Gründen ergeben hat. Wir sind ja in die Wahl gegangen, auch mit einer Position der Eigenständigkeit. Wir versuchen in der Tat, diskutieren das auch schon in der Partei, auch im Landesvorstand, in der Tat einen positiven Staatsbegriff zu entwickeln, der bestimmte Elemente des Liberalismus aufnimmt, das Staatsverständnis des Liberalismus und das, was ich eben erwähnt habe, die Grünen sozusagen als Mosaik aller, die anders sind oder anders sein wollen, das ist unsere Geschichte, zu überführen in das, was wir sind, nämlich eine ganz normale etablierte Partei im Parteienspektrum, die eine bestimmte Rolle hat. Ja. Danke. Frau Herzog, gibt es denn da eigentlich was zu holen? Wie ist denn das mit diesem liberalen, guten Erbe? Ja, ich glaube, ich muss niemand hier im Raum sagen, was es alles nicht zu holen gäbe. Aber ich denke schon, dass es sinnvolle Ansatzpunkte gibt, die vielleicht sogar in NRW ganz konkret eine Rolle spielen könnten. Und zum einen sind da natürlich diese individuellen Bürgerrechte, Toleranz, Minderheiten, Diversität, diese Themen. Aber was vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt zum Weiterdenken wäre, der Neoliberalismus in seinem ursprünglichen Sinn, nicht in dem Sinne, wie das heute verwendet wird, hat ganz stark betont, dass durch staatliche Regulierung Märkte, wirtschaftliche Prozesse geformt und gestaltet werden sollen. Und ich denke, dass das heutzutage zum einen eine positive Bewegung sein kann, wo positiv gestaltet werden kann, aber auch eine des Weggehens von Formen von Gestaltung, die in der Vergangenheit aus allen möglichen Gründen stattgefunden haben, die aber heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß sind und nicht mehr dem Verständnis der freiheitlichen Gesellschaft eigentlich entsprechen. Ich denke, da gäbe es eine Menge zu tun, auch in die Richtung, dass man sagt, was Sie jetzt auch schon angeführt haben und Herr Forst vorhin, ein starker Staat, auch ein Staat, der starke, sei es Umverteilung, sei es Institutionen fördert, ist nicht das gleiche wie so ein überbordender Staatsdschungel, der unglaublich viele Regulierungen hat, sodass die Bürger sich allein schon wegen dieser Komplexität entfremdet fühlen müssen von diesem Staat. Also hier ein Staatsverständnis in diese Richtung zu entwickeln, da denke ich, gibt es einiges zu holen aus den guten Formen des Liberalismus. Ja, natürlich.
Kommt sofort. Oh, ja. Es wäre ja auch nicht ernst zu nehmen, wenn man, wenn man eine der Grundideen des Liberalismus, nämlich die Wettbewerbsordnung und die Marktwirtschaft, nicht auch mal kennenlernen würde bei den Grünen. Und in der Tat ist es so, dass, dass bei sogenannten Vätern der sozialen Marktwirtschaft wie Eugen, Böhm, Rüstow und wie sie alle heißen, natürlich das genau gefordert wurde. Machtminimierung in der Wirtschaft, ein starker Staat, der die Rahmensetzung für den Wettbewerb setzt und sowas wie Kartelle, Trusts, Monopole, Oligopole nicht zulässt, natürlich. Ich meine, Eugen ist da sogar sehr radikal. Der sagt zum Beispiel, wir dürfen die Entstehung von Konzernen nicht zulassen. Lehnt sogar die Konzernbildung ab. Wir sehen das ja an der Energiewende. Die Energiewende ist meiner Ansicht nach auch deshalb jetzt in dieser machtpolitischen Konstellation gelandet, weil natürlich ein Grundmodell in der Bundesrepublik, nämlich der Industriekooperatismus, der auf der einen Seite von der CDU immer stark vertreten wurde, auf der anderen Seite von der SPD mit den Gewerkschaften, sich jetzt hier durchzusetzen beginnt. Und wir vielleicht auch die Machtfrage an der falschen Stelle gestellt haben. Wir hätten die Machtfrage an der Stelle der Kartellgesetzgebung stellen müssen, in der Frage, glaube ich. Das ist Liberalismus, in der Tat, das ist Liberalismus, Ordoliberalismus jetzt, die Entwicklungslinien sind bekannt. Wir haben das übrigens auch in unserem Programm, die Einführung eines Entflechtungstatbestandes ins Kartellgesetz, um es mal so technisch zu formulieren. Und wir haben vielleicht den Fehler gemacht, dass wir das ein bisschen zu technokratisch definiert haben, als technische Frage und nicht als Machtfrage in der Gesellschaft. Und diese Machtfragen haben auch immer Liberale schon gestellt, nicht nur Linke. Danke. Katrin Göring-Eckardt, Machtminimierung in der Wirtschaft, soll das die grüne Freiheit sein? Na, es ist jedenfalls ein Aspekt, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Aber ich glaube auch, wir brauchen eine Sprache dafür, die nicht so daherkommt wie, wir haben uns da mal was überlegt, das verstehen die meisten von euch zwar nicht, aber glaubt uns mal, dass es schon okay ist, weil dann wirkt es nur wie sozusagen was reflexhaft, ich sage es mal ganz platt, kapitalismuskritisches. Das ist es aber nicht. Und es geht eben, wenn die Grünen darüber reden, und das unterscheidet uns ja von der alten FDP, wenn man über die Regeln spricht, nicht nur darum, dass man sagt, man muss die Kartelle begrenzen, sondern es geht eben auch um Maßstäbe und Regeln. Und die werden wir immer einerseits an der ökologischen Frage definieren und andererseits an der sozialen Frage. Und ich glaube, das ist auch das Neue, das ist auch sozusagen das absolut Eigenständige in diesem Denken. Und ich wollte diese Frage von Wettbewerb, von individuellen Freiheitsrechten, die wir gesellschaftlich definieren müssen. Es gab ja vorhin irgendwie so ein bisschen, könnt ihr es nicht mal konkreter machen? Ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von konkreten Beispielen, die auch über das hinausgehen, was die Gesellschaft wieder entdeckt hat, nämlich die Bürgerbeteiligung. Die, weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, ob wir darüber diskutieren wollen, wie schwer das auch uns selber fällt. Ja, wir fanden das erst total klasse, dass sie alle auf der Gasse waren gegen Stuttgart 21. Und dann haben wir festgestellt, in der Summe sind wahrscheinlich genauso viele auf der Gasse wegen Stromtrassen. Und dann wird das möglicherweise zum Problem. Aber die Frage, ob man auch bei den Institutionen, die der Staat zur Verfügung stellen soll, auf die wir so viel Hoffnung setzen, wenn es um Ermächtigung geht, ob wir da auch tatsächlich immer noch Subsidiarität und Wettbewerb zulassen wollen oder ob wir da schon wissen, wie es geht, ist für mich eine ganz entscheidende. Also in den drei ostdeutschen Bundesländern haben die Grünen Verfassungsklagen angestellt, damit klar ist, dass freie Schulen genauso behandelt werden wie staatliche Schulen, was die Zuweisung angeht, etc. Und es hat genau damit zu tun, dass die Frage von Wettbewerb, von Eigeninitiative, von eigenen Möglichkeiten und nicht diese bekloppte Diffamierung, das sind alles irgendwie nur Privatschulen für Reiche, dass die so eine zentrale Rolle spielt. Und ich glaube, dieser Punkt, ob wir jedes Mal die Systemfrage stellen müssen und sagen, wir haben das richtige System, oder ob wir sagen, wir wollen im System die Regeln bestimmen, den Wettbewerb organisieren, und zwar den fairen Wettbewerb nach bestimmten Kriterien. Darüber werden wir uns wahrscheinlich noch eine Weile streiten. Und ich bin da wirklich klar dafür zu sagen, Liberalität heißt echte Wahlfreiheit. Und das hat der Staat zu organisieren, dass ich eine echte Wahlfreiheit habe. Und zwar nicht nur ich,
sondern dann eben auch die anderen. Und an dieser Wahlfreiheit hängt die ökologische Frage, hängt die soziale Frage. Und wenn wir mal ganz provokant sein wollen, dann reden wir über unseren ökologischen Fußabdruck und wie groß der sein dürfte, damit alle die Freiheit haben zu leben. Und dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr bei Veggie Days, sondern bei anderen Fragen. Aber ich finde, das gehört zu den Grünen dazu, dass sie sich solche Fragen stellen. Herzlichen Dank. Jetzt eine kleine Zwischenansage zur Regie. Ich sehe einzelne Wortmeldungen. Kommt schon. Ich werde jetzt gleich Peter Siller noch das Wort geben. Danach geht es ins Publikum und Michael Stonienko bitte ich, diese Zettelchen mit abzuholen. Und nach Peter Siller werde ich ihn bitten, mal was zu sagen über das, was er aus dem Publikum zur Freiheit erfahren hat. Ich kann das nämlich gar nicht alles vorlesen. Er wird eine kleine Auswertung geben. Peter Siller hat sich gemeldet, aber ich gebe ihm auch gleich noch eine kleine Aufgabe. Nämlich, er hat mich vorher neugierig gemacht, als er von Freiheit und öffentlichem Raum sprach. Was ist darunter denn zu verstehen? Was sollen Bündnis 90 Die Grünen denn dort bewirken, damit der öffentliche Raum als Ort der Freiheit geschützt werden kann? Oder was ist das eigentlich? Also das knüpft ja ganz gut an das, was Katrin gesagt hat. Was ist eigentlich die grüne Strategie, um diese Teilhabe, und ich übersetze es jetzt mal als die Möglichkeit zu einem selbstbestimmten Leben, um das möglichst effizient oder möglichst viel dafür zu tun. Und ich glaube, dass wir da ganz schnell bei der Frage sind, inwieweit unsere öffentlichen Infrastrukturen, unsere öffentlichen Institutionen tatsächlich diese Teilhabe ermöglichen oder nicht. So, und da sind wir natürlich schon bei einer ganz positiven Funktion des Staates, weshalb ich auch stimme mit Robert überein, dass es im politischen Liberalismus viel Interessantes zu entdecken gilt. Ich empfehle auch einmal die Freiburger Thesen der FDP zu lesen, die übrigens in der FDP keiner mehr kennt. Lindner, die gab es bis vor 2 Monaten nicht mal im Netz, jetzt haben sie es schnell wieder reingestellt. Aber ich glaube nicht, dass das auf eine Konkurrenz zur FDP hinweist, denn die hat das überhaupt nicht in ihrem Gedächtnis. Liberalismus sehr wohl. Und ich glaube aber, der Witz an einem neuen grünen Staatverständnis, an einem neuen grünen Verständnis öffentlicher Institutionen könnte sein, dass der Staat zwar in der Tat der Gewährleister dieser Teilhabe ist, aber dass es eben auch Träger der Teilhabe gibt, die unterhalb des Staates liegen und trotzdem eine sehr wichtige öffentliche Funktion haben. Das ist das Zusammenspiel, das man, glaube ich, neu beschreiben muss. Weshalb ich mich aber gemeldet hatte, ist, ich weiß nicht, Robert, ob das stimmt, dass die Grünen eine Geschichte einer ökologischen Freiheitserzählung haben. Ich würde sagen, sie sollten eine haben, aber ob sie die wirklich haben, habe ich Zweifel. Eher mein Gefühl im Gegenteil. Ich will mal eine kleine Anekdote erzählen aus dem ominösen Grundsatzprogramm der Grünen, das immer wieder angeführt ist. Das war ein Riesending, dass man als ersten Satz in dieses Grundsatzprogramm geschrieben hat, zur großen Freude, im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch mit seiner Würde und seiner Freiheit. Wow. Was passiert in der Debatte um diese Präambel? Das ist ein Riesentriumph, damals nach meiner Erinnerung unter der Anführung von Winnie Herrmann und anderen, da waren aber auch Realos dabei, da geht es jetzt gleich um die Flügel, dass der Satz 3 lautet, genauso wichtig, ich zitiere jetzt etwas frei, ist uns die Würde der Natur und so weiter. So. Was heißt das eigentlich? Und das ist der Punkt, der mich umtreibt. Das fängt schon an, auch mit diesem Wording, ja, da gibt es eine soziale Gerechtigkeit und es gibt eine ökologische Gerechtigkeit. Ich meine, ich würde in gewisser Weise sagen, es gibt nur eine Gerechtigkeit und das ist wahrscheinlich in gewissem Sinn soziale Gerechtigkeit. So. Und dann hat es einen ökologischen Aspekt und es hat einen Generationenaspekt, aber das klingt so radikal, es gibt nur einen Grundsatz Gerechtigkeit, aber wir müssen das eigentlich immer meiner Meinung nach auf soziale Gerechtigkeit beziehen, soziale Gerechtigkeit verstanden als gleiche Freiheit, das ist der Freiheitsbezug so. Also all dieses so. Und da frage ich mich halt, inwieweit ist es eigentlich klar, dass der Grüne, wenn er Eingriffe argumentiert, sei es über Verbot, sei es aber auch nur über Appell, dass er da wirklich sozusagen mit der Freiheit des anderen argumentiert und nicht mit dem Maiglöckchen oder
oder der Natur als solcher und all diesen Dingen. Und es könnte doch sein, dass eine gewisse Skepsis gegenüber den Grünen auch daher rührt, dass die Argumentationsfigur eben gar nicht klar ist, ob es jetzt wirklich um die Freiheit des anderen geht oder die Freiheit zukünftiger Generationen. Das ist ein anderes kompliziertes Thema, aber das hat natürlich auch mit Freiheit zu tun. Oder ob der Grüne eigentlich nicht ganz andere Motive im Hintergrund hat, warum er diese Intervention machen will. Zum Beispiel, weil er den Lebensstil, weil er den irgendwie komisch findet oder so, ja. Und das würde ich mir halt wünschen, dass man da deutlicher wird, ja. Dass es uns wirklich um die Freiheit des anderen geht und nicht noch um alles mögliche andere, was einem noch so als Argument einführen könnte, zu intervenieren. Ob allerdings diese freiheitsbegründete Intervention weniger radikal ausfällt, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Also nehmen wir mal das Beispiel Veggie-Demer, hätte ja sagen können, ja gut, wir machen da jetzt keine Vorgabe an die öffentlichen Kantinen, sondern wir regeln das ordoliberal nach Walter Eugen. Also wir internalisieren die externen Preise, das Ergebnis wäre, das Fleisch wäre fünfmal so teuer. Ich meine, hätte dann die Bild-Zeitung anders berichtet, das ist auch unklar. Also diese Freiheitsbegründung ist nicht unbedingt softer, aber sie ist zumindest mal klarer, worum es uns geht. Jetzt will er ganz kurz, ich sehe schon, aber er darf wirklich nur ganz kurz und dann ist Michael Stonienko dran. Jede Partei, die das Wort Freiheit in den Mund nimmt und sagt, wir treten dafür ein, für eine freie Gesellschaft, oder wie Robert Habeck gestern so wunderbar sagte, ich bin bei den Grünen eingetreten, weil ich anders sein wollte. Grandios. Und das ist, glaube ich, auch, das ist auch eine Grundkonstellation unserer Gesellschaft und dafür stehen wir Grüne auch ein bisschen. Dafür sind wir auch da. Aber jeder, der im politischen Kontext von Freiheit redet und nicht zugleich sagt, das bedeutet immer so viel Regulierung wie nötig und so wenig wie möglich, macht sich sonst lächerlich. Das heißt, das, was wir regulieren, müssen wir dann gut begründen und dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir es begründen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und da sind wir, aber vielleicht kommen wir darauf noch, wir haben in unseren Diskursmustern, glaube ich, schwere Verwerfungen, aber die kriegt man auch weg, wenn man sich dessen bewusst wird. Danke. Damit Cut und ins Auswertungsstudio. Bitte nach vorne. Es gab insgesamt 10 Zettel, die wir bekommen haben. Pia Becker: Freiheit sollte für Bündnis 90 die Grünen nicht nur Freiheit von etwas bedeuten, sondern vor allem im Sinne von Freiheit zu etwas verstanden werden. Stichworte: Ermöglichungsbedingungen, soziale Teilhabe. Die Frage nach der Freiheit umfasst dann auch die Frage danach, wie die Grünen alle Bürgerinnen und Bürger besser darin unterstützen können, Freiheit zu erreichen. Lea Hinze: Freiheit sollte für Bündnis 90 die Grünen auch bedeuten, uns eine Freiheit von Werbung zu ermöglichen. Dieses von Werbung kann auch ersetzt werden durch Pestizide, Massentierhaltung etc. etc. Ich möchte gerne in einer Welt leben, ohne von diesen Dingen zwangsbeglückt zu werden. Uta Röpke: Ein zentraler Begriff, Freiheit sollte für Bündnis 90 die Grünen ein zentraler Begriff sein bzw. bleiben und dabei mit sozialer und globaler Gerechtigkeit verknüpft werden. Wie, das bleibt die Frage, aber darüber reden wir ja gerade und gestern auch schon. Kai Bergmann: Freiheit sollte für Bündnis 90 die Grünen ein Konzept sein, welches wie bisher neben der individuellen Freiheit die Freiheit des anderen sieht. Nachhaltiger Liberalismus im 21. Jahrhundert. Michael Merkel: Freiheit sollte für Bündnis 90 die Grünen sein, dass auch Podien über Sozialpolitik heterogener besetzt werden. Sollen. Heike Andersick: Freiheit sollte für Bündnis 90 die Grünen, wenn das Einkommen aus Arbeit und Rente Zeit und Möglichkeit dazu lässt. Marie: Freiheit sollte für Bündnis 90 die Grünen immer die Freiheit des anderen, Andersdenkenden sein und die Grundlage für ihre Politik sein. Daniel: Auch die Freiheit sollte für Bündnis 90 die Grünen auch die Freiheit zu einem Leben hierzulande sein, das nicht auf Kosten anderer geht.
Vorletzte. Anonymous. Freiheit sollte für Bündnis 90 die Grünen mehr sein als eine Alibi-Debatte, in der ein Wort strategisch besetzt wird. Zweitens, mehr sein als eine Alibi-Debatte, in der bekannte Thesen umdefiniert werden. Drittens, mehr wert sein als Frieden. So, jetzt noch anonymer. Freiheit sollte für Bündnis 90 die Grünen Freiheit zur Verantwortung sein. Danke. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Freiheit zur Verantwortung, da Wetter leuchtet allerhand. Ich nehme ganz wenige Wortmeldungen dran. Und diese Wortmeldungen sind bitte vor allem als Fragestellungen zu verstehen. Und hier auf dem Podium bitte ich, sich entsprechend Gedanken zu machen, Antworten auf solche Fragen zu geben. Und der Herr in der Mitte, mir gegenüber sozusagen, ist der Erste, möglichst mit einer Frage. So kurz. Und jetzt ist an. Gut. Einer der Initiatoren von Grüne Freiheit. Ich bin froh, dass das Ganze jetzt auch schon Einzug in die Böll-Stiftung gefunden hat. Und ich versuche das jetzt als Frage zu formulieren. Die Frage ist, wie kriegen wir das Ganze auch programmatisch rüber? Ich fand die Sache von Anonymous ziemlich gut gestellt. Ist das jetzt wohl strategisch, den Begriff zu besetzen, oder kriegen wir das auch wirklich programmatisch hin? Ich mache mal so ein paar Beispiele, die ziehen sich ganz gut durch die Jahreszeit. Weihnachtsverbot, Böllerverbot, Feierabendbierverbot und Redeverbot von Kreuzberg bis Brüssel. Die Sache ist, wie kommen wir von diesen ganzen tollen Gedanken, die wir haben, zu so einem sogenannten Kompass oder zu einer Schablone, die wir anwenden können? Hier werden sehr viele wichtige Dinge gesagt, auch so die Unterscheidung gesellschaftliche Freiheit und wirtschaftliche Freiheit. Wie können wir das in eine Schablone packen, wo wir auch programmatisch gucken können, ist diese Forderung überhaupt in unserem Freiheitsverständnis drin? Ist eine 0,0 Promille Forderung in unserem Freiheitsverständnis drin, oder ist das bloß wieder eine Bevormundung, oder dass die Menschen denken, es ist eine Bevormundung? Könnte so eine Schablone zum Beispiel sein, wir brauchen innerhalb der Wirtschaft einen grünen Ordoliberalismus mit Anreizen, und bei dem wir Partner finden und in der Gesellschaft die höchstmögliche Selbstbestimmung und Entfaltungsmöglichkeit. Und dann noch ein Kommentar. Es ist sehr gut, dass wir das Framing setzen, wir brauchen die solidarische Freiheit mit Verantwortung vor der Globalgesellschaft, aber wir müssen damit aufhören, ständig das Wort Verbot in den Mund zu nehmen oder sagen, wir sind keine Verbotspartei, denn wir sind die Partei für die Freiheit, denn damit wird bei den Menschen immer im Kopf bleiben, ihr kommt in Rechtfertigungsmodus, ihr seid doch eigentlich die Partei für die Verbote, und wie wollt ihr das ändern? Nochmal eine Frage verpackt. Gut, das Wort Verbot bitte verbieten. Dort bitte Michael Merkel, glaube ich. Ja, also ich bin genervt, das hat man ja schon an meinem Zettel gemerkt. Jetzt bin ich es nochmal. Meine Frage, erstmal, warum wird so viel über die Ökolibertären geredet und keiner von uns ist jemals gefragt worden, geschweige denn gebeten worden, an der Debatte teilzunehmen? Ich nehme jetzt teil mit einer Frage. Zuerst mal mit der Frage, wenn du der Meinung bist, Peter, wir hätten wenig über Freiheit geschrieben damals, dann hast du wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur das Gründungsmanifest und das erste Manifest von der Größe des Kleinen gelesen. Und du hast, da ist natürlich viel Verantwortungsethik drin, aber die Freiheit ist gerade bei uns da definiert im Subsidiaritätsprinzip gegen das sozialistische Prinzip, das damals in der Partei vorherrschte, das nämlich das ganze staatsmäßig alles organisieren wollte. Du hast aber, um das nur mal kurz zu sagen, du hast weder gelesen Das pfeifende Schwein von der Schwierigkeit der Linken in Freiheit zu leben, noch Frauenzimmer, Erdöl und Mutterliebe zur Frage von versagenden Ressourcen. Und du hast auch nicht gelesen, Gemeinheit, DDR reißt die Mauer ein, Grüne wieder nicht gefragt. Das sind alles Texte, in denen der Freiheitsbegriff von uns ganz eindeutig formuliert worden ist. Und wenn ich jetzt nicht nur Fragen stellen dürfte, dann würde ich gerne auch mal unseren Freiheitsbegriff ein wenig definieren. Herzlichen Dank. Dort bitte, Peter Selin. Mit Mikro.
Also wenn über Freiheit geredet wird des Einzelnen, wird immer die Freiheit des anderen auch eingeschränkt. Also diese Seite der Debatte fehlt bisher ganz. Also wenn jemand eben eine Fete feiert und Krach macht, dann wird eben der andere oder der mit im Haus lebt auch beeinträchtigt. Das heißt also, man muss aber die Einschränkungen mitdiskutieren, wenn man das so positiv besetzen will. Eine zweite Sache will ich mehr oder weniger auch als Frage hier reinwerfen, weil das durchzieht den gestrigen Abend und heute. Gestern Abend fiel der Vorwurf, die Grünen hätten ein linkssozialdemokratisches Programm im Bundestagswahlkampf vertreten, was sich ja in erster Linie an der Steuerpolitik festmacht. Und wenn man eben zugreift und 12 Milliarden einkassieren will, sage ich mal als Größenordnung, um Investitionen in sozialen Projekten zu landen, dann muss das ja jemand bezahlen und der ist eingeschränkt. Also nehmen wir mal einen Personenunternehmer, der als Ich-AG gestartet ist, vor 10 Jahren, hat ein kleines Unternehmen mit 5 bis 10 Leuten aufgebaut und soll jetzt mehr Steuern zahlen. Das heißt mit anderen Worten, der wird in seiner Investitionskraft eingeschränkt. Und dann schränke ich Freiheit ein. In dem Fall ist es Investitionsfreiheit. Und das hat eine Brücke zum Ordoliberalismus. Wer den Ordoliberalismus ernst nimmt, der muss diese Debatte mit aufnehmen. Und er muss sich natürlich auch, wenn wir jetzt über Wettbewerb diskutieren, einem internationalen Wettbewerbsbegriff stellen und kann ihn nicht im Sinne des Ordoliberalismus der 50er Jahre hier hochziehen. Das heißt, man kann nicht eine Kartellkritik oder eine Konzernkritik fahren, die nicht den Weltmarkt mit im Blick hat, indem man dann also mit sehr großen Unternehmen überhaupt in die Investitionsfähigkeit und Größenordnung mit bedienen kann. Und diese Debatte fehlt auch völlig in diesem Szenario. Man muss für einen Aufbau von funktionsfähigen öffentlichen Institutionen braucht man eine sehr hohe Wirtschaftskraft, eine Innovationsfähigkeit, die Steuerkraft generiert und die dann im Prinzip diesen sozialen Bedürfnissen überhaupt gerecht werden kann. Und das fehlt mir in dieser ganzen Debatte. Herzlichen Dank. Eine letzte Wortmeldung hier bitte. Es haben sich, glaube ich, keine Frauen gemeldet. Die hätte ich sonst nicht übersehen, glaube ich. Ja, ich glaube, das funktioniert, ja. Ich habe mich nochmal zu Wort gemeldet, weil Michael aufgrund meiner Kritzelschrift den wichtigsten Teil meines Zettels nicht vorgelesen hat. Das geht ein bisschen in die Richtung des Vorredners und ein bisschen das, was Katrin einmal kurz erwähnte mit dem CO2-Verbrauch pro Kopf. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist, dass ich finde, wir reden immer noch in einem Freiheitsverständnis, was sehr nationalstaatlich verfasst worden ist. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel Neues erfinden, sondern da sind viele Anleihen drin, die in die Freiheitstheorie zurückgreift, wie sie bisher war. Aber was wir uns vergegenwärtigen müssen, dass wir in einer globalisierten Welt im 2. Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts leben. Also die Frage, die nicht mit vorgelesen worden ist, wenn ich sage, es geht um individuelle Freiheit, die nicht in die Freiheit des anderen eingreift. Wer ist der andere? Ist das der Deutsche? Oder ist das in einer entgrenzten, globalisierten Welt, wo nur Politik nicht mitgewachsen ist, sondern leider immer noch staatlich begrenzt ist, aber die Problemlagen sich entgrenzt haben, ist das tatsächlich die Freiheit des anderen, zum Beispiel im globalen Süden? Und in der Veggie-Day-Debatte haben wir wieder nur auf die Natur rekurriert, es geht uns um die Antibiotika in den Mastställen und wir haben es verfehlt zu sagen, es geht uns auch um die Freiheit des anderen, wie er sich ernährt. Meine Ernährung hier hängt mit der Ernährung des anderen im globalen Süden zusammen. Herzlichen Dank. Wir gehen zurück auf das Podium und ich knüpfe sofort an, das war ja auch von Peter Selin schon angebracht worden, die internationale Dimension, die Freiheit jetzt hat. Und ich frage Peter Siller, kann es einen globalen Freiheitsbegriff der Grünen geben? Kann es im Weltmarkt einen globalen grünen Freiheitsinterventionsbegriff geben? Oder wie kann man sich das vorstellen? Schade, ich hätte so gern was zu Michael und nochmal zu der ökolibertären Frage gesagt, aber bei deiner Frage wäre ich jetzt geneigt, Rainer Forst das Mikrofon runterzureichen. Es gibt natürlich sehr interessante und wichtige Überlegungen, wie man eigentlich so ein Gerechtigkeitsverständnis, das bei uns nach wie vor sehr national, Gott sei Dank langsam auch europäisch aufgebaut ist, jetzt wirklich im transnationalen Raum denken kann. Das ist aber ein sehr, sehr weiter Weg. Ich sag mal, diese
also diese absurde Idee, den Freiheitsbegriff unter Neoliberalismusverdacht zu stellen, die es ja bei den Grünen auch gibt, sieht man gerade in der globalen Konstellation, wenn man das mal ernst nehmen würde, was sich der alte Kant schon vor Hunderten von Jahren ausgedacht hat, nämlich dass irgendwie die Freiheit des einen an der anderen Freiheit des anderen grenzt. Ich meine, wenn man sich das mal im globalen Raum vor Augen führt, diesen trivialen Satz, hat es natürlich unglaublich radikale Konsequenzen, von denen wir auch alle nicht der Meinung sind, dass wir die politisch sozusagen hier realisieren können oder sollten. Ja. Diese Art von Radikalismus oder Konsequenzialismus, die das bedeuten würde. Am Ende des Tages glaube ich, das wäre jetzt die politische Antwort, dass wir eigentlich nur über gerechte Globalisierung sinnvoll dort reden können, wo wir eine gemeinsame Öffentlichkeit und einen gemeinsamen öffentlichen Raum haben. Das muss nicht unbedingt eine demokratisch verfasste Institution sein, aber das muss schon irgendwie ein gemeinsamer Resonanzraum sein. Und das große Problem ist ja, dass wir den global nicht haben. Die UN ist es eben auch nur sehr, sehr in Maßen, weshalb ich glaube, das ist jetzt aber keine sonderlich professionelle Antwort, dass es drauf ankäme, hier vor Ort, ich sage jetzt mal in den nationalen Politiken und in den lokalen Politiken, diese globale Frage immer wieder mit einzubeziehen. Da haben ja die Grünen auch mal irgendwie einen ganz guten Satz gehabt mit global denken und lokal handeln, obgleich wir inzwischen an einem Punkt sind, wo wir global denken und global und auch global handeln müssen. Das widerspricht sich nicht. Herzog, reichen diese grünen Sätze? Nur eine ganz kleine Ergänzung, wobei du das wahrscheinlich eh so gemeint hast. Wir können nicht warten, bis diese globale Öffentlichkeit und dieser globale Rahmen da ist, denn die Probleme sind viel zu drängend und wir müssen uns jetzt überlegen, wie weit können wir lokal in kleineren Einheiten, zum Beispiel auch auf europäischer Ebene, auch jetzt schon gehen. Denn zu warten und irgendwie zu hoffen, dass da irgendwann mal sich so ein globaler Rahmen etablieren wird, ist einfach angesichts der Dramatik der Situation nicht die richtige sozusagen zweitbeste Lösung. Die erstbeste wäre natürlich, wir könnten so einen Rahmen herstellen, alle demokratisch daran teilnehmen und uns überlegen, wie wir die Freiheiten gegeneinander abwägen. Das würde ich auch vollkommen mitteilen, was Sie gesagt haben, dass es immer um ein Abwägen von Freiheiten gehen muss und deswegen die politische Teilhabe eben auch so wichtig ist, um diese Abwägungsprozesse gleichberechtigt vornehmen zu können und nicht durch bestimmte Machtkonzentrationen beherrscht. Aber das werden wir global nicht so schnell haben. Und dann ist die Frage, was können wir jetzt trotzdem schon tun? Und ich denke nicht, dass die Antwort sein kann, nichts zu tun. Aber das war sicher auch nicht so gemeint. Ich habe ja gesagt, nationale Politik. Frage geht genauso an Robert Zion. Kann es einen internationalen grünen Freiheitsbegriff geben? Also in dem Fall ist es gut, wenn man sich mal die Begriffe ein bisschen auseinanderhält. Also es ist noch ein Unterschied zwischen Freiheit und Befreiung zum Beispiel. Befreiung ist was Prozessuales, was im Endergebnis dann auch vielleicht nicht immer das zeitigt, was gewünscht war von den jeweiligen Parteien. Das ist alles sehr komplex. Was ich wirklich glaube ist und auch fest von überzeugt bin, ein Windrad ist ein Exportgut. Die Freiheit ist kein Exportgut. Das glaube ich nicht. Die Freiheit, weil ich glaube, das kam von Ralf Reifert, hat diesen etwas normativen Satz gesagt. Darum geht es ja auch letztendlich auch aus einer gewissen grünen Tradition heraus. Freiheit ist wichtiger als Frieden. Ich glaube schon, dass jeder das Recht hat, für die Freiheit zu sterben. Jeder darf die Entscheidung treffen und es sind viele gewesen, die diese Entscheidung getroffen haben und deswegen können wir auch heute hier von Freiheit so frei reden. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand das Recht hat, anderen diese Entscheidung zuzumuten. Das ist in der Tat eine Sache, die muss aus einer innergesellschaftlichen Entwicklung heraus geschehen und darum glaube ich, dass Frieden, Freiheit, ein drittes Element wäre noch Sicherheit des Lebens, in der Tat Staatszweck an sich ist oder Zweck unserer Rechtsgemeinschaften, in denen wir leben. Es müssen ja nicht immer Staaten sein. Vielleicht werden wir auch davon ausgehen müssen, dass Staatlichkeit an sich
global betrachtet, immer weniger relevant ist und es andere Formen der Organisation gibt. Das, wir haben ja gerade eine relativ negative Entwicklung in vielen Regionen in die Richtung, aber wir müssen das auch irgendwie natürlich regulieren. Und da bedeutet Regulierung dann auch so viel Freiheit wie möglich in diesen Regionen wieder, wieder was zu pflanzen, was denn wachsen kann sozusagen, um diesen Zerfall, den Staatszerfall, den es gibt, auch die globalen Ungerechtigkeiten in der Ökonomie, die es einfach gibt, zurückzudrängen oder damit in einer humanen Art und Weise umzugehen. Freiheit ist kein Exportgut. Freiheit ist kein Exportgut, das haben amerikanische Präsidenten immer anders gesehen. Sie haben das ganz anders propagiert. Die Heinrich-Böll-Stiftung, lieber Peter Siller, ist unterwegs weltweit mit dem Exportgut Freiheit, oder wie geht das so? Ich komme immer noch nicht zu meinem Ökoliberalismus. Kommt noch. Ich will schon noch also ich finde erstmal, ich meine, das ist ja auch eine ganz relevante Kontroverse nach wie vor subkutan bei den Grünen, das wissen wir alle. Wir haben ja gestern drüber gesprochen, man hätte ja, sagen wir mal, aus dieser etwas menschenrechtsinterventionistischeren Phase, die ich stark argumentiert hätte, hätte man ja auch sagen können, da haben wir uns entwickelt, da ist man eher sozusagen wieder in so einem. Also da habe ich das Gefühl, dass man da eher wieder zurückfällt, aber das sieht Robert sicher ganz anders. Also dass man in Deutschland sagt, Freiheit sei kein Exportgut, finde ich fraglich, weil es gibt kein Land, in der Freiheit in so einer drastischen Form exportiert wurde wie in Deutschland zwischen 1938 und 1945. Jetzt sage ich nicht, dass das ein Modell ist, dass man jetzt weltweit praktizieren sollte und dass eine militärische Intervention sehr viele Probleme aufruft, die man nicht unterschätzen sollte und deshalb da auch sehr vorsichtig sein soll, ist auch klar. Aber ich sag mal, eine Linke würde ich in jedem Fall auch im Namen der Freiheit als eine internationale und interventionistische begreifen, wenn man mit Intervention erstmal meint Einmischung und eine internationalistische Haltung. Herzlichen Dank. Und jetzt aber tatsächlich die Frage, die Frage bleibt, hat Peter Siller die ganzen ökolibertären Pamphlete nicht gelesen? Also ich habe zwei davon sehr, sehr gründlich jetzt gelesen, nämlich die Michael sagt, aber ich will mal zur Versöhnung als Baden-Württemberger Realo sagen, mir ging es jetzt gar nicht so sehr, was da damals stand. Ich fand es nur noch mal sehr interessant, um sich Folgendes vor. Ich habe übrigens, ich will gar nicht wissen, was ich vor 20 Jahren verfasst habe. Oder in dem Fall sogar vor, wie viel, Michael, 30? Ich wollte eigentlich auf was anderes raus und das hat was mit Roberts Frage nach der ökologischen Erzählung der Freiheit zu tun. Diese aus meiner Sicht enorm emanzipations- und selbstverwirklichungsskeptische Haltung, die eigentlich, sagen wir mal, diese ganze linke Emanzipationsgeschichte des 20. Jahrhunderts aus einem ökologischen, ganz stark aus einer ökologischen Perspektive eigentlich als Problem beschreibt, ist, glaube ich, bis heute unheimlich wirkmächtig, aber das hat jetzt wirklich gar nichts mit diesem Manifest erstmal zu tun, da sieht man das aus meiner Sicht nur, das ist unheimlich wirkmächtig, ja. Das ist interessant, wenn man das liest, dass sozusagen diese emanzipatorischen Fortschritte, die werden eigentlich als ökologisches Problem beschrieben. Das ist ja für eine, sagen wir mal, linksliberale Partei interessant, ja. Also die Hauptvokabeln sind Mäßigung, gegen den Machbarkeitswahn, gegen die, und also auch dieser Naturbegriff spielt eine ganz starke Rolle. Auch wenn man die Klassiker der Ökologiebewegung sich mal anguckt, ich weiß nicht, wer das noch auf dem Schirm hat, Barrow, Illich, Amery und. Ich meine, das ist, der Freiheitsbegriff ist unheimlich weit, das ist klar. Freiheit. Mit Freiheit, auch sogar im Rechtspopulismus, heute spielt Freiheit als Begriff eine große Rolle. Aber wenn man es wirklich nochmal auf eine liberale Tradition befragt, ja, jenseits dieses
schillernden Freiheitsbegriffs, dann glaube ich schon, dass in den Grünen auch eine unheimlich wertkonservative Skepsis gegen diesen Emanzipationsprozess der Moderne liegt. Charles Taylor hat es mal das Unbehagen an der Moderne genannt. Also wenn man so will, was sehr Kulturkonservatives. Und ich finde, ich will das jetzt gar nicht diskreditieren, ich will das nur mal diagnostizieren. Und ich glaube, zu diesem Problem müssen sich die Grünen verhalten. Sozusagen in dieser Grund eher kulturkonservativen Grundintuition und in einer eher, sagen wir mal, fortschrittsoptimistischen, emanzipatorischen Lesart. Und ich bin mir sicher, dass das den Grünen auch gelingt, weil wahrscheinlich sozusagen in der ganzen Spannbreite auch bestimmte Punkte liegen, die man dann zusammenkriegen kann. Und ich würde auch sagen, am Ende, so wie das Robert Zion unlängst beschrieben hat, im Rahmen von einem politischen Liberalismus oder sagen wir in der linksliberalen Position. Danke. Katrin Göring-Eckardt, zwischen Fortschrittsoptimismus und wertkonservativ, das müssen die Grünen schaffen, hat Peter Siller gesagt. Wir wollen ja eine Mittelpartei werden. Was ist denn das? Ja, das ist, das müsste jetzt Herr Tilz erklären, der kann das viel besser als ich, aber das heißt, wir wollen keine kleine Partei bleiben und glauben auch nicht, dass es noch so ein Zeitalter von klassischen Volksparteien gibt. Also das so. Deswegen finde ich die Vorstellungen, sich an solchen Punkten radikal entscheiden zu müssen, gar nicht so wahnsinnig erotisch, ja, sondern im Gegenteil, ich finde, das ist ein Spannungsfeld, das wir uns bewahren sollten. Und ich hätte gerne vorhin, aber ich glaube, dafür ist jetzt gar nicht mehr die Zeit, nochmal über diese Frage, gibt es eigentlich Natur nur als verzwecktes Instrument dafür, dass die Freiheit von Menschen irgendwie eingegrenzt wird oder eben nicht? Oder ist es auch ein Wert an sich? Also ich bin mal in diese Bewegung gelangt, weil ich in meiner Sprache sozusagen die Bewahrung der Schöpfung wichtig fand. Da bin ich mega konservativ. Und ich glaube nicht, dass man in jeder Frage immer sagen muss, wofür jetzt eigentlich? Wem nützt das? Also welchen Menschen nützt das? Erstens wissen wir es noch gar nicht. Zweitens glaube ich, dass auch das gehört zur Freiheit dazu. Also dass auch irgendjemand hat gesagt, dass auch meine Enkel noch diesen Zitronenfalter da kennenlernen können oder weiß der Teufel. Also ich glaube, da ist auch so ein Spannungsfeld, über das wir wahrscheinlich heute nicht diskutieren können. Ein Satz zu dieser Frage Export und eine Anekdote. Wenn man was exportieren will, muss es auch immer jemanden geben, der das importieren will. Und wenn man danach schaut, ob es Leute gibt, die Freiheit importieren wollen, ich bleibe jetzt mal in diesem etwas ökonomischen, in dieser ökonomischen Sprache, und die ermächtigen will dazu, dass sie auch Partner haben, dann ist das was anderes, als zu sagen, wir drücken mal jemanden unser System auf. Und da, wo wir sagen, wir übernehmen Verantwortung und sagen, wir wollen auch Leute stärken, die eine eigene Freiheitsgeschichte haben und die aufbauen wollen und die dafür verdammt viel riskieren, bis hin zu ihrem Leben, dann ist das was anderes, als zu sagen, wir haben die Idee, wie es geht und das exportieren wir jetzt mal und dann ist das das, was euch am besten gelingt, weil beides gehört zusammen. Also Export und Import gehört immer zusammen und Importwilligkeit und das ist Staaten gibt und dass es Regime gibt und dass es Diktaturen gibt, die alles dafür tun werden, dass es niemanden gibt, der importieren kann, der die Freiheit importieren kann, das ist auch klar. Aber über die müssen wir uns gegebenenfalls auch hinwegsetzen. Das ist der, ja. Kleine Regieanmerkung, herzlichen Dank. Gleich Robert Zion, er wird auch der Erste sein, der eine Art Schlussrundenfrage hier bekommt, nämlich es ist die Frage, wie die Grünen weiter umgehen sollen mit dem Freiheitsbegriff, aber natürlich gerne hier replizieren und Katrin Göring-Eckardt kriegt dann zuletzt von mir noch eine andere Frage. Ja, nur ganz kurz, was Katrin eben gesagt hat, das ist wiederum eine sehr altlinke Vorstellung, das ist ja nichts anderes als die Solidarität mit Befreiungsbewegungen, das ist ja irgendwie ein großes Narrativ in der gesamten gesamten Linken, was dabei am Ende rauskommt, das ist ich plädiere in solchen Fällen immer für Pragmatismus, auch wenn für Pragmatismus und vom Ende her denken. Da funktioniert die Solidarität wahrscheinlich besser.
Das ist eigentlich alles. Danke. Und gleich die Anschlussfrage, die sozusagen die Schlussrundenfrage. Wie sollen die Grünen jetzt weiter umgehen mit Freiheit, mit dem Freiheit? Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Ich habe meine Meinung jetzt auch nicht geändert, groß. Ich bin wirklich noch in der Tat der Auffassung, dass wir als Grüne ganz bewusst den Begriff und die Tradition des Liberalismus aufgreifen sollten. Wir sollten das auch so sagen, finde ich. Und wir sollten uns ehrlich gegeneinander machen in der Partei, dass wir, wie Katrin gesagt hat, wir sind nicht alle gleich. Auch wir sind als Partei sehr unterschiedlich. Wir haben sehr unterschiedliche Werte, Vorstellungen in der Partei, die von wertkonservativ über liberal bis links bis gar nicht irgendwie verortet sind. Und wir sollten uns immer bewusst machen, dass es immer Hauptaufgabe bei den Grünen ist, das zusammenzuführen, auszudiskutieren und dann gemeinsame Ziele zu formulieren, die wir dann auch alle vertreten. Das ist immer die Hauptaufgabe. Man kennt aus der Geschichte ähnlich gelagerter bürgerlicher Parteien wie zum Beispiel der DDP in der Weimarer Republik und auch der FDP leider Geschichten, wo das nicht funktioniert hat und dann waren die weg. Und dessen müssen wir uns immer bewusst sein, also wo sozusagen das komplizierte Austarieren von Gerechtigkeit, Freiheit, ökologische Verantwortung, das wären jetzt unsere Fragestellungen. Die DDP hatte damals andere Fragestellungen, aber das wären jetzt unsere. Wenn das nicht gelingt sozusagen und wenn eine Unwucht in der Partei ist, dann werden wir auch einseitig wahrgenommen, ganz klar. Und dann fehlt einfach den Menschen das Bild, wo wollen die Grünen hin und was sind ihre Ziele und sie übernehmen die Bilder der anderen. Und das war ein Problem bei diesem Wahlkampf. Ein Riesenproblem, dass sozusagen alle auf diese Kampagne angesprungen sind. Das sind die Besserwisser und die Bevormunder und die wollen uns erzählen, wie das wahre, schöne, gute Leben geht. Und keiner hat mir darüber geredet, dass wir wirklich ernsthafte Ziele für diese Gesellschaft formulieren. Herzlichen Dank. Frau Herzog, was würden Sie den Grünen empfehlen, wie sie mit dem Freiheitsbegriff weiter umgehen sollen? Was können die da machen? Ich denke, das verbindet sich jetzt mit einem Thema, das in der ersten Diskussionsrunde heute ziemlich wichtig war. Freiheit braucht immer auch Institutionen, die Freiheit ermöglichen, und zwar für alle. Das heißt, dieses Thema Freiheit als soziale Gerechtigkeit muss im Zentrum bleiben. Und die Frage ist, wie kann das institutionell übersetzt werden? Und weil vorhin das Stichwort fiel Verbotspartei und wie kann man weg davon kommen? Ich meine, es gibt so viele Verbote und Gebote und Regelungen in diesem Land, von denen man sich überlegen könnte, welche davon wir vielleicht auch nicht brauchen. Da gäbe es ein weites Betätigungsfeld, denke ich, auch für eine grüne Partei, die sich Freiheit neu oder wieder auf die Fahnen schreiben will. Und in gewisser Weise verbindet sich das dann auch dadurch mit der sozialen Gerechtigkeit, dass nun mal eine der großen Gefahren, die wir derzeit haben, ist, dass Demokratie ausgehöhlt wird durch eine Machtkonzentration von wirtschaftlicher und politischer Macht, was Colin Crouch Postdemokratie genannt hat. Da sind wir, denke ich, noch nicht ganz, aber die Gefahren sind da. Und insofern ist allein schon zum Schutz der eigenen politischen, demokratischen Teilhabemöglichkeit unglaublich wichtig, hier Aufklärungsarbeit zu leisten und sich hier Fragen zu stellen nach den institutionellen Regelungen, die Machtkonzentrationen verhindern. Denn Machtkonzentrationen sind immer eine Gefahr für die Freiheit, auch dann, wenn sie im Moment vielleicht die Freiheit noch nicht einzuschränken scheinen. Aber das Potenzial ist da und sie können es in Zukunft. Und deswegen ist allein schon die Möglichkeit, dass Freiheit eingeschränkt wird, ein Problem. Und dagegen anzugehen, das sehe ich als eine ganz große Aufgabe, nicht nur der Grünen, aber als eine, wo die Grünen, glaube ich, einen sehr guten eigenen Akzent auch setzen könnten. Dankeschön. Peter Siller, die gleiche Frage. Also ich glaube, dass für die Grünen in dieser Freiheitsdebatte, das hat man ja gesehen, glaube ich, an unserem kleinen Vormittag hier unheimlich viel Potenzial drin liegt, sich wirklich zu verklaren und ich sage immer von einem Nebeneinanderstellen und einem sowohl als auch wirklich zu einer gemeinsamen Anordnung zu kommen, wo sich die Partei gemeinsam weiterentwickelt. Ich
das drückt auch gleich meine Sorge aus. Ich glaube, womit nichts gewonnen wäre, wäre, wenn die Grünen jetzt tolle Papiere produzieren, in denen jeder seinen Spiegelstrich kriegt und dann sind alle glücklich und es passt halt wieder alles überhaupt nicht zusammen. Das heißt, ich glaube, die Partei muss sich jetzt wirklich entscheiden. Ich würde der Partei sehr raten, ökologische Politik und eine Erzählung des Ökologischen deutlich stärker auf diese Matrix von Freiheit und Gerechtigkeit zu beziehen. Ich glaube, dass eine Idee oder ich glaube, dass ein Versuch, Ökologie oder Natur als solche sozusagen als Idee grüner Ordnungspolitik zu formulieren, zumindest die Gefahr birgt, dass man letztlich doch wieder ein großes Misstrauen hat, warum eigentlich die Grünen was vorschlagen. Ich gebe aber Katrin ausdrücklich recht, dass das sicher nicht einfach wir legen jetzt den Schalter um und ziehen jetzt hier eine Linie durch Entscheidung ist, sondern ich denke, dass man auch sozusagen bei Ökologinnen und Ökologen, die wir ja bei den Grünen Gott sei Dank sind, sehr, sehr viele starke Argumente finden, warum uns die natürlichen Lebensgrundlagen als Voraussetzung von Freiheit sehr wichtig sind, warum uns aber auch ein Leben in der Natur und mit der Natur als Ausdruck unseres Freiheitswillens und unseres Freiheitsgebrauchs sehr wichtig ist. Das heißt, ich glaube, wir kämen da eigentlich ganz gut zusammen. Dankeschön. Wir haben den Freiheitsbegriff weit ausgeschritten. Bevor ich meine letzte Frage an Katrin Göring-Eckardt loswerde, will ich nur noch mal vergegenwärtigen. Wir haben beim Bundestagswahlkampf angefangen, beim Beerben der FDP sind in die internationale Dimension des Freiheitsbegriffs vorgedrungen, haben über soziale Gerechtigkeit im Zusammenhang mit Freiheit gesprochen. Die Stellung von Frieden, der Stellenwert von Frieden gegenüber Freiheit. All diese Themen wurden angesprochen. Wie gesagt, beim Bundestagswahlkampf haben wir angefangen. Jetzt Katrin Göring-Eckardt, meine Frage. Welche Rolle kann Freiheit im Europawahlkampf der Grünen spielen? Wird es wieder so? Naja, ich glaube, dass die Frage ist eigentlich so ein bisschen zu klein, um sozusagen das die Perspektive aufzumachen, vor der wir uns befinden. Ja, natürlich, wenn wir über Europa reden, dann reden wir plötzlich wieder über Freiheit. Und das hat damit zu tun, dass die Situation in der Ukraine ist, wie sie ist, dass da Leute sind, die sich nicht mit der Frage beschäftigen wollen, was eigentlich mit Stabilitätspakten und wir das nicht alles aufzählen, womit wir uns in den letzten Jahren befasst haben, wenn es um Europa ging, sondern dass da Leute gesagt haben, wir wollen in dieses Europa, weil wir an dieser Freiheitsgeschichte mitmachen wollen. Wir wollen da beteiligt sein. Das ist sensationell. Das ist auch sozusagen für so eine Auseinandersetzung, um welches Europa geht es uns eigentlich? Wie solidarisch ist das eigentlich? Also im Bundestagswahlkampf war so der Satz, die spanischen Jugendlichen, die da arbeitslos sind, die verbinden mit Europa nur was Negatives. Das sind auch unsere Jugendlichen. Wir können nicht so tun, als ob wir mit denen nichts zu tun haben. Der wurde irgendwie so ein bisschen als, ja, kann man auch so sagen, haben Sie jetzt wieder irgendwie was Sozialpolitisches gesagt. Jetzt sind wir da noch in einer völlig anderen Dimension von gemeinsam Europa, was mit Freiheitserzählung ganz intensiv zu tun hat. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir einen Job haben, der auch über den Mai diesen Jahres weit hinausgeht. Und für mich ist es eine der spannendsten und der lohnendsten Diskussionen, die wir bei uns haben. Das hat bestimmt auch mit meiner Biografie zu tun. Ich rede ja selber selten über Geschichten aus meinem Leben. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, Westgeld, was ich immer bekam, so in 5 oder 10 D-Mark Scheinen, 2-3 Mal im Jahr angefangen zu sparen, weil ich dachte, wenn ich das jetzt mache und konsequent dabei bin und mir keine Levi's, ich bin dann auch zwischendurch mal davon abgekommen, habe mir doch eine Jeans gekauft, aber wenn ich das mache, dann könnte ich, wenn ich Rentnerin bin, genügend Geld zusammen haben, um nach New York zu fahren. Das so
bin ich aufgewachsen. Also vielleicht, ich finde es jetzt auch ein bisschen lustig inzwischen, ja, aber ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal in meinem Leben bekomme, dass ich irgendwann mal diese Freiheit haben werde in diese Stadt, die für mich mit 14, ja, so, ich war noch niemals in New York, ihr fandet dieses Lied wahrscheinlich alle völlig bescheuert für mich, ich musste jedes Mal weinen, wenn ich das gehört habe. Und ich glaube, dass das für unsere Partei eine der zentralsten Fragen ist überhaupt, ob wir das schaffen, diese Versöhnung von Ökologie, Gerechtigkeit und Freiheit so hinzubekommen, dass wir damit ja ein Staatsverständnis definieren können, dass wir damit sagen können, was ist eigentlich der Kern grüner Politik, wenn wir in die Zukunft schauen. Und die Frage danach, die vorhin jemand gestellt hat, wer sind eigentlich die anderen? Das ist die originär grüne Frage dabei, ja. Wir würden sicher irgendwie ganz schnell sagen, die nächsten Generationen, die am anderen Ende der Welt und auch die Nachbarin, die völlig anders lebt als wir und wo unsere Toleranz da ist, sobald sie zu den Minderheiten gehört, die wir gerne schützen und stützen wollen. Und wenn die aber zu diesen Minderheiten nicht gehört, sondern zu denen, mit denen wir uns immer auseinandersetzen, weil wir sie irgendwie ihr Leben falsch finden, dann sind es eben nicht die anderen. Also ich glaube, da ist was unheimlich Spannendes dabei. Und wenn ich mir was wünschen kann von meiner Partei und daran mitarbeiten kann, dann würde ich sagen, das ist die entscheidende Frage, ob wir das hinkriegen, ob wir eine positive Erzählung von Freiheit hinbekommen und ob wir das, was Leute heute mit dem erschöpften Selbst beschreiben, ja, und sagen, meine Güte, Freiheit, jetzt wollt ihr auch noch über Freiheit reden, wir müssen sowieso dauernd wählen, wie furchtbar das eigentlich ist, ob wir damit was Positives verbinden, indem wir sagen, ja, das gilt für alle, ja, Wahlfreiheit, das meinen wir ganz ernst und ja, wir werden dafür kämpfen, dass man nicht überwacht und nicht gesteuert und so weiter ist und ob wir damit eine positive Erzählung beschreiben, die heißt, diese Bürgergesellschaft, das lohnt sich wirklich, weil wir sind darauf angewiesen, dass tatsächlich alle dabei sind und das meinen wir auch ernst und das ist nicht eine elitäre Veranstaltung, sondern dieser Freiheitsgedanke, der gilt auch tatsächlich für alle und wenn uns das gelingt und wenn uns das gelingt, leidenschaftlich darüber zu reden, eine Geschichte zu erzählen, die auch 20-Jährige interessiert, die heute bei uns nicht das Gefühl haben, besonders unfrei zu sein, muss man ganz klar sagen, dann haben wir, glaube ich, was diese neue grüne Erzählung oder wie auch immer wir das beschreiben wollen, einen heftigen Satz nach vorn getan und ich hoffe, dass wir das schaffen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die Gäste auf dem Podium, an Lisa Herzog, Katrin Göring-Eckardt, Robert Zion und Peter Siller. Herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich beteiligt haben und guten Appetit.